Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. T. Wo ist denn nur wieder das T? Direkt vor der Nase. T. R-I-F-F-T. Betrifft Gutachten von... Morgen, Ruppin. Oh, so früh im Dienst? Schon an der Schreibmaschine? Liebesbriefe, was? Ich warne Sie. Ich höre schon den Herrn Staatsanwalt erschweren, kommt hinzu, dass das Heiratsversprechen auf einer Dienstmaschine abgegeben wurde. Nichts geht über einen väterlichen Vorgesetzten mit reicher Lebenserfahrung. Früh im Dienst bin ich seit der Erhöhung des Tariflohns. Ich geniere mich sonst. Mhm. Das ist kein Liebesbrief, sondern ein Schreiben an die Feuerwehr. Feuerwehr. Und an der Maschine sitze ich, weil die Aushilfskraft für die erkrankte Urlaubsvertretung heute umzieht. Ich das der Verwaltung klar mache, tippe ich lieber selbst. Ja, ich ahnte es schon. Dahin die gute Laune, vergelt das gute Frühstück. Schon dreht sich mir der Magen um. Feuerwehr, Feuerteufel. Wissen Sie auch, wann der Kollege Petzold mit der letzten Brandstiftung zu tun hatte? Das ist bald ein Jahr her. Und ich sitze noch nicht ganz auf seinem Stuhl, geht hier ein Feuerteufel um. Aber so ging es mir immer. Einmal saß ich auf einem kleinen Landrevier an der Ostsee. Eine einsame Gegend, zum Sterben langweilig. Und da gab es ein Ressort auf der Meldestelle. Fundsachen, Bettelunwesen, Registrierung von Staatenlosen und so weiter und so weiter. Wenn es da mal was zu schreiben gab, mussten wir Tinte kaufen, weil die zugeteilte Diensttusche eingetrocknet war. Aber kaum war ich für den erkrankten Kollegen dort eingesprungen. Er litt an Herzverfettung. Da kam es auf unserer Festwiese zu einem europäischen Zigeunertreffen. Ja, das Schönste kommt noch. Die Zigeuner weissagten dem Kollegen auf den Tag genau, wann er wieder unbeschwert seinen Dienst antreten könnte. Ach, ist also doch was dran an dem Hokuspokus? Nee, das war ja Abreisetag. Da fällt mir ein, wann kommt denn Petzold wieder? Da machen Sie mal keine Hoffnung. 3 Wochen noch. Und dann fährt er zur Kur. Nein. Sie glauben doch auch nicht, dass der etwas weiterführt, was er nicht angefangen hat. Oh, abgesehen von der Zweckmäßigkeit. Soll sich Petzold nun erst wieder durch die Akten wühlen, die wir schon vom Blatt singen können? Zweckmäßigkeit. Sie werden es noch weit bringen. Ich sehe Sie schon im Rechnungshof. Zweckmäßigkeit. Keine Fantasie, die jungen Leute. Man wird doch wohl noch davon träumen dürfen, dass wir die Sache loswerden. Wir könnten natürlich diese Versicherungsgeschichte von dem kleinen Schrot ans Betrugsdezernat weitergeben. Das geht uns nichts an. Genau genommen nicht. Aber wenn wir den Feuerteufel im Fall Kirchstraße nicht zum Geständnis bringen, haben Sie ihn für heute herbestellt? Er muss gleich hier sein. Ja, wie gesagt, wenn der stur bleibt, sitzt der junge Kleinschrot schön in der Klemme. Darum sollten wir die Sache lieber nicht abtrennen. Wie Sie wollen. Sie halten nichts von Kleinschrot? Er schwindelt. Na schön. Hätte ich in seiner Situation auch gemacht. Eine Notlüge. Bei der Heilsarmee sicher. Bei uns nannte man das bisher bewusste Irreführung. Ja. Aber Fantasie, Rupin, Fantasie. Stellen Sie sich doch mal vor, Sie sind der junge Kleinschrot. 17 Jahre, Lehrling der Fernmeldetechnik. Haben Sie auf dem Boden eine kleine Werkstatt eingerichtet. Basteln da in Ihrer Freizeit. Heimlich natürlich, damit der Hauswirt nichts merkt. Eines Abends brennt der Dachstuhl ab. Die Feuerwehr fragt, wem gehört der Lattenverschlag neben dem Mansardenatelier? Den Kleinschrots. Da war der Brandherd, sagt die Feuerwehr. Mein Sohn hat da oben manchmal gebastelt, gibt Vater Kleinschrot zu.
Und schon sitzen Sie bei uns, Ruppin, mit allen Zahlen im Kopf, die so ein Dachstuhl kosten kann. Und nun biete ich Ihnen ganz beiläufig eine Zigarette an. Sie wissen natürlich, warum ich das tue. Und lehnen ab. Nein, Ruppin, das ist keine Lüge. Er sagte, danke, ich rauche nicht. Das ist ein Unterschied. Er raucht wie ein Schlot. Na, wenn schon. Jeder Jurastudent als Verteidiger würde Ihnen beweisen, dass sein Mandant mit dieser Bemerkung ausdrücken wollte, er wolle im Moment nicht rauchen. Und vielleicht, weil er gerade vorher geraucht hatte. Verehrter Herr Bless, als Kind hatte ich ein Märchenbuch. Mein böser Bruder hat es arg zerfleddert. Vom Hexenhaus war nur noch das Dachstübchenfenster übrig. Es war rosenumrankt und sah sehr niedlich aus. Bei mir fehlte der Wolf. Sie bringen die Fälle durcheinander. Richtig. Sie meinen die Freiheitsberaubung in Tateinheit mit... Ja. Das ganze Hexenhaus wirkt gar nicht so harmlos. Also? Ein Dachstuhl brennt ab. Das heißt mehrere. Seehofstraße, Siegesmundplatz, Parkallee und so weiter. Das sind die Tatsachen. Nun spielt die mir empfohlene Fantasie. Ich habe also auf meinem Dachboden in der Kirchstraße meine Hobbywerkstatt. Die brennt auch ab. Fragen wir noch nicht, wodurch. Immerhin war das der 20. Brand in der Gegend. Was liegt nun näher, wenn ich dem Hauswirt nicht ein neues Dach spendieren will, als auch diesen Schaden dem Feuerteufel anzukreiden? Das ist menschlich. Aber eine Notlüge ist das für meine Begriffe nicht mehr. Wenn das eine Notlüge sein soll, dann kann man auch einen Raubmord als Notwehr gegen Armut bezeichnen. Machen Sie mal weiter mit Ihrer Fantasie. Als ich aber merke, dass ich mit dieser Notlüge durchkomme und es aller Welt nur logisch erscheint, dass jemand, der 19 Brandstiftungen zugegeben hat, auch die 20. auf dem Kerbholz haben wird, werde ich übermütig und melde auch noch Schadenersatz an. Natürlich erst, nachdem der Feuerteufel hinter Schloss und Riegel sitzt. Ich gebe zu, so kann man es sehen. Wenn Sie noch zweifeln, dann sagen Sie mir, warum der Feuerteufel die Brandstiftung in der Kirchstraße hartnäckig leugnet, nachdem der 19 andere zugegeben hat. Das weiß ich nicht. Aber sagen Sie mir, warum jemand, der schon in sicherer Deckung ist, freiwillig in die Schusslinie zurückkehrt? Aus Übermut. Oder wenn er raffiniert ist, als Punkt auf dem I, um glaubwürdig zu bleiben. Wenn Sie Staatsanwalt wären, würden... Würde ich Anklage erheben wegen fahrlässiger Brandstiftung. Bei dem Versuch des Versicherungsbetruges bin ich noch nicht sicher. Allein traue ich ihm das nicht zu. Da steckt jemand dahinter, der ihm den Tipp gegeben hat. Oder er ist einfach dem Beispiel der Nachbarn gefolgt. Was hatten die nicht alles auf dem Boden? Echte Teppiche, Briefmarkensammlungen, Stilmöbel. Auf dem Boden muss es ausgesehen haben wie in einer Kunstgalerie. Aber alle Mieter so bescheiden. Einer hat es vor dem anderen verborgen, um nicht zu protzen. Und auf dem Boden lag es überhaupt nur, damit die Verwandten ihnen nicht den letzten Notgroschen abschwatzen. Die guten Leute. Kriminalanwärter Ruppin? Gut, ich komme. Der Feuerteufel ist draußen. Ja. Akte Breitscheffel. Nächste Vernehmung am... Was haben wir denn heute? Ja, ist auch schon wieder ein Dutzend Mal. Wenn bloß Petzold erst wieder hier wäre. Morgen, Herr Breitscheffel. Na, setzen Sie sich. Ich habe noch ein paar Fragen. Kirchstraße 5? Ja. Haben Sie sich's überlegt? Da gibt's doch nichts zu überlegen. Wenn ich's bezahlen müsste, was verbrannt ist, dann hätt's noch einen Sinn. Dazu müsste ich zwar auch noch 5-mal auf der Welt kommen, aber so, da kommst du auf einen Brand mehr oder weniger nicht mehr an. Was glauben Sie, wie oft Sie erst auf die Welt kommen müssten, wenn Sie bezahlen sollten, was nicht verbrannt ist? Immer sehr witzig, Ihr Assistent, Herr Kommissar. Kriminalobermeister, bitte. Aber wenn Sie mich zum Kommissar befördern wollen, können Sie durch ein Geständnis dazu beitragen. Oh, was wäre Ihnen denn das wert? Ich meine, meiner Frau geht's ja nur beschissen die nächsten paar Jahre. Ein umfassendes Geständnis wird diese Zeit ganz bestimmt abkürzen. Tätige Reue macht sich bezahlt. Und Zeit ist ja auch Geld. Ja, von irgendwas muss er ja schon Schein rufen. Darauf haben Sie leider schon so viel Vorschuss genommen, Herr Breitscheffel. Sie sind auch so einer wie die da drüben im Untersuchungsgefängnis. Behandeln ihn wie einen Verbrecher. Aber über so ein Kruppzeug kann man sich ruhig lustig machen. Aber verdienen Sie sich mal Ihr Brot im ambulanten Gewerbe. Stehen Sie mal vor so einer Tür, die Sie gerade fast vom Kopf gekriegt hätten.
Stehen Sie mal davor mit nichts als Wut im Bauch und nur Streichhölzer in der Hand. Machen Sie es mal, ob Ihnen die Witze nicht verjähen. Brandstiftung. Ich weiß ja, Sie müssen jetzt so nennen, aber von mir aus war es keine. Ich wollte der Aspande nur einen Denkzettel verpassen. Das ist die Wahrheit, Herr Kommissar, wenn die sie immer sagen, dass sie sie hören wollen. Das ist sie. Aber kein Arzt interessiert sich in Wirklichkeit dafür. Brandstiftung, Schwein, ab ins Loch. So sieht's aus. Herr Breitscheffel, Sie haben immer wieder gesagt, Sie hätten nur da Feuer gelegt. Wo man mir dumm kam, ja. Aber Sie können doch nicht jemanden das Haus über dem Kopf anzünden, nur weil er an Rasierklingen, Druckknöpfen oder Schnürsenkeln keinen Bedarf hat. So war's ja auch nicht. Dann hätte ich ja die halbe Stadt anstecken müssen. Nee, nee, Herr Kommissar. Ich weiß schon, wo ich's gemacht habe. Und die wissen's auch. Gebe zu, ich habe mir dann immer so wohlgefühlt, wenn ich diese Visage mit den kalten Ohren und dem Näserümpfen und den Lippen verziehen und plötzlich flinnen sah. Und das bisschen Plunder. Wie sie aus Fenster schmissen, was ihnen teuer war. Wie sie auf einmal wie Menschen aussahen und heulen konnten. Ja, das hat mir gut getan. Und das ist auch die Wahrheit. Leider. Gleichzeitig hat es mir wieder leid getan und ich habe mir fast ein Bein ausgerissen beim Löschen. Ich habe ja immer beim Löschen geholfen und dabei wusste ich, und das ist nun auch wieder so eine Sache, dass ich dadurch mal auffallen werde und das immer schnappen. Sehen Sie, es ist eben zu viele Menschen beieinander. Da ist es schwer mit der Wahrheit rauskriegen. Ich weiß bis heute nicht, wo das war, was ihn doch sonst immer zurückhielt. Ich hab doch schon viele runterknirschen müssen, mein Leben. Aber eins weiß ich, ein gemeiner Verbrecher bin ich nicht. Und in der Kirchstraße bin ich auch nicht gewesen. Aber da haben sie gleich wieder ein Beispiel, wie verkehrt alles läuft. Ich weiß genau, wenn ich die Kirchstraße zugeben würde, käme ich sie ja besser bei weg. Und sie wären zufrieden. Aber die Wahrheit wär's auch nicht. Gut, Herr Breitscheffel. Da müssen wir uns nur noch über das Protokoll einigen. Wir haben heute keine Schreibkraft, ich schick's Ihnen später zur Unterschrift rüber. Schreiben wir also, die heutige Vernehmung hat keinen neuen Sachverhalt ergeben. Einverstanden? So klingt das nun in Amtsdeutsch. Na gut, was will ich machen? Ha, das Haus anzünden! Aber bei Ihnen doch nicht, Herr Kommissar. Bei Ihnen doch nicht. Sie habe ich doch mein Notizbuch stehen. Augenblick, wo ist es denn nun gleich? Hier. Seehofstraße 9, 3 Treppen links, Bless, Vorsicht, Polizei. Frau prüft Ware gründlich, kauft nur am ersten rum, hat aber immer ein freundliches Wort. Wissen Sie nur, was ich meine? Na, ich sehe es Ihnen an, Sie brauchen ja nichts sagen. Kommen Sie, Herr Breitscheffel. Wiedersehen, Herr Kommissar. Wiedersehen. Ach, und Sie, junger Mann, kaufen sich mal einen Bauchladen. Sie können ja meine Tour laufen, ich gebe Ihnen meine Kundenliste. Und inzwischen reserviere ich Ihnen die Nachbarzelle. Die heutige Vernehmung hat keinen neuen Sachverhalt ergeben. Sie kriegen gleich wieder Besuch. Kleinschrot. Was will der denn? Er sagt, er hätte jetzt Zeugen für seine Angaben gefunden. Zeugen? Interessiert doch nur die Versicherung. Also was will er von mir? Ich nehme an, die Lage peilen. Wozu? Gehen wir mal davon aus, dass es Breitscheffel nicht war. Dann weiß das der wirkliche Täter natürlicherweise am besten. Dann hat er allen Grund, den Stand der Dinge aufmerksam zu verfolgen. Es wäre doch zum Beispiel sehr beruhigend für ihn, von uns zu hören, dass auch der Brand in der Kirchstraße mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit dem Feuerteufel anzulasten ist. Das sage ich seit 5 Minuten nicht mehr. Das ist die andere Seite. Lassen Sie in Ihrem Bericht an seiner Täterschaft Zweifel aufkommen. Wird ein vorsichtiges Gericht den Kirchstraßenbrand von seinem Verfahren abtrennen und es gibt neue Untersuchungen. Das wäre doch vielen Leuten sehr unangenehm. Alles richtig. Ein Umstand spricht noch gegen Breitscheffel. Die Berichte der Feuerwehr lassen darauf schließen, dass es sich immer um den gleichen Täter handelt. Überall wurden Streichhölzer an leicht entzündbare Stoffe gehalten. Mit einer Ausnahme. Kirchstraße 5. Da weiß man es nicht genau. Und das deckt sich wieder mit einer anderen Tatsache. Alle Bewohner der angebrannten Häuser, die mit Breitscheffel zu tun hatten, haben ihn ohne weiteres wiedererkannt. In der Kirchstraße 5 kann sich kein Mensch an ihn erinnern. Und da gab's keine Streichholzreste? Nein. Moment. Gutachten, Materialprüfungsamt. Nein, ist es nicht.
Hier, Kirchstraße 5, Dachstuhlbrand. Brandursache? Vermutlich Brandstiftung, Brandherd, wahrscheinlich im Verpackungsmaterial einer Bildröhre. Auf gut deutschen Pappkarton. Das müsste ja Kleinschrott wissen, was da rumlag. Also, rein mit ihm. Morgen. Morgen, Herr Kleinschrott. Setzen Sie sich bitte. Danke. Sie müssen entschuldigen, dass ich hier so einfach... Macht nichts. Was gibt's denn? Die Versicherung macht nämlich Schwierigkeiten. Mhm. Jetzt soll ich Zeugen oder Beweise bringen. Die Ihre Schadensmeldung bestätigen? Ja. Und was haben wir damit zu tun? Weil ich doch hier angegeben habe, ich hätte keine Zeugen. So? Haben wir das neulich aufgenommen, Ruppin? Ich hab's ja vor mir. Was steht denn da? Wollte ich meinen Eltern zu ihrer silbernen Hochzeit eine Freude machen und gleichzeitig zeigen, was ich gelernt habe, indem ich ein Fernsehgerät bastelte. Um meine Eltern damit auch wirklich zu überraschen, richtete ich mir eine Werkstatt auf dem Dachboden ein und vernagelte den Lattenverschlag mit Pappe. Infolgedessen habe ich keine Zeugen dafür, dass mir bei dem Brand das Gerät vernichtet wurde und so weiter. Schön, schön. Und das hat der Versicherung nicht genügt? Nein. Und nun? Nun habe ich doch Zeugen. Und darum bin ich ja hier, um das erstmal hier richtig zu stellen. Jetzt haben Sie doch Zeugen. Ja. Auf einmal. Was sind denn das für Zeugen? Meine Schwester. Und Herr Wöhlert, unser Untermieter. Ich habe sie gleich mitgebracht. Sie warten draußen. So, ich glaube, Herr Kleinschrot, dass jetzt der Augenblick gekommen ist, Sie vor einer Dummheit zu warnen, deren Folgen sich auf Ihr ganzes Leben auswirken können. Aber vorher frage ich Sie noch einmal, ob Sie mir heute die ganze Wahrheit sagen wollen. Ich habe Ihnen doch immer... Ob Sie mir heute die ganze Wahrheit sagen wollen? Ja. Also. Der Dachstuhlbrand im Hause Kirchstraße 5 ist nach dem Gutachten der Feuerwehr in dem Lattenverschlag entstanden, den Sie für Ihre Bastelarbeiten benutzt haben. Daraufhin hat der Hauswirt Sie angezeigt. Sie haben bei Ihrer Vernehmung erklärt, dass Sie auf dem Dachboden die üblichen feuerpolizeilichen Vorschriften eingehalten und auch nicht geraucht haben. Bleiben Sie auch heute dabei? Ja. Sind Sie Raucher? Dann nehmen Sie sich ruhig eine Zigarette. Auch wenn Sie mich neulich beschwindelt haben. Danke. Weiter. 2 Wochen nach Ihrer Vernehmung fassen wir den Feuerteufel, den Breitschiffel. Sie lesen in der Zeitung, dass er geständig ist. Daraufhin fordern Sie von Ihrer Versicherung Schadenersatz für ein Fernsehgerät und verschiedene Werkzeuge. Nach 14 Tagen. Ich wollte doch erst ein neues Gerät bauen. Bis zum Hochzeitstag waren ja noch über 3 Monate Zeit. Ich hatte mir schon so oft die überraschten Gesichter meiner Eltern ausgemalt. Das wollte ich mir nicht nehmen lassen. So. Aber dann merkte ich, dass ich mit dem Geld nicht hinkomme und hab's meinem Vater gesagt. Und der sagte natürlich gleich, Mensch, Junge, wozu sind wir denn feuerversichert? Schreib sofort dahin. Aha. Inzwischen war dann Ihre 2. Vernehmung hier, in der Sie mir vormachen wollten, Sie seien Nichtraucher. Warum? Der Brief an die Versicherung war kaum weg, da machte sich mein Vater große Sorgen. Dass die das jetzt mir in die Schuhe schieben. Das Feuer? Ja. Dass ich auf dem Boden geraucht habe zum Beispiel. Sie haben doch auch die Lichtleitung angezapft. Ja. Hat sich Ihr Vater also mit Recht Sorgen gemacht. Ja, und ich bekam nun auch Angst und... Ja, ich verstehe schon. Ich habe sie nicht übel genommen. Und nun hapert's nur noch an den Zeugen. Ja. Die Bescheinigung von dem Radiohändler... Bei dem ich die Einzelteile gekauft habe, erkennt die Versicherung nicht an. Natürlich, das ist kein Beweis, dass die Sachen bei Ihnen verbrannt sind. Sie müssen Zeugen bringen, die das Gerät auf dem Boden gesehen haben. Die habe ich ja jetzt. Ihre Schwester. Und wer war das? Herr Wöhlert. Ein Untermieter. Ihre Schwester und ein Untermieter. Merken Sie eigentlich nicht, wovor ich Sie eindringlich warnen möchte? Sie und Ihre Zeugen. Ich verstehe nur nicht, wo doch der Breitschiffel alles zugegeben hat. Darauf haben Sie gebaut, nicht wahr? Stand sie auch in der Zeitung. Was sie aber nicht wissen konnten, ist, dass er ausgerechnet die Brandstiftung in ihrem Haus hartnäckig leugnet. Ach. Ja. So, dann... Ich meine, dann... Ja, nun schmeckt die Zigarette nicht mehr. Was? Dann könnte jetzt alles wieder auf mich zukommen? Ja, das auch. Es wäre aber nur fahrlässige Brandstiftung, Herr Kleinschrot. Nun mache ich Ihnen einen Vorschlag. Sie setzen sich mal 5 Minuten vor die Tür, ja? Zu Ihren Zeugen. Und überlegen sich alles noch mal gründlich.
Und wenn Sie noch länger überlegen wollen, dann gehen Sie nach Hause und ich weiß, die Sache ist erledigt. Wenn Sie aber vorhin die Wahrheit gesagt haben, dann schicken Sie mir Ihre Schwester herein. Ja. Ja, ja. Ja. Na? Was? Die Schwester hätte ich mir gern näher angesehen. Na, dann gehen Sie doch raus. Warum? Sie sind doch überzeugt, dass sie gleich reinkommt. Sie sind ein Aas, Rupin. Und Sie entwickeln sich zum Pastor, Herr Bless, wenn ich das sagen darf. Ich fürchte, lieber Rupin, dass Sie das von Ihrem Assistenten niemals hören werden. Entschuldigen Sie bitte. Hören Sie schon auf. Ich habe an den Jungen geglaubt und Sie nicht, das ist alles. Seien wir froh, dass wir keine Richter sind. Die nach unseren Unterlagen richten. Eben. Was wollen Sie denn? Wenn Sie das begriffen haben, gibt's für uns nur zwei Entscheidungen. Jäger, also Menschenjäger, oder wenn Sie das nicht wollen, Pastor. Oder wenigstens ein Stück davon. Aber ein harter Kriminaler am Anfang ist besser als der Gefängnisgeistliche am Ende. Das ist individuell. Ich glaube, ich hab's mit dem Jungen richtig gemacht. Mehr kann ich nicht tun. Jetzt aber Schluss damit. Wie heißt der Hauswirt von der Kirchstraße 5? Moment. Kirchstraße... Das muss doch auf der Anzeige stehen. Hab's ja schon. Schellheimer Richard. Ja, verbinden Sie mich mal mit dem. Mhm. Ja, 5. Landeskriminalamt. Herr Schellheimer, ich verbinde Sie mit Kriminalobermeister Bless. Morgen, Herr Schellheimer. Oh, Sie husten ja fürchterlich. Immer noch Grippe? Ja, tut mir leid. Ja, ich möchte Sie auch nur noch an die Erklärung erinnern, dass Ihnen die Benutzung Ihres Dachbodens als Elektrowerkstatt durch Herrn Kleinschrot unbekannt war. Ja, ja, die fehlt mir noch bei den Akten. Ja, die ist aber wichtig. Ja, Sie wissen ja, wenn das mit Ihrer Duldung geschehen ist... Ja, ja, vergessen Sie es bitte nicht. Wir wollen die Akten jetzt dem Gericht geben. Ja, und möglichst beglaubigen lassen, ja? Gut. Wann sind Sie denn informiert worden über die Werkstatt? Ja, natürlich nach dem Brand, sonst hätten Sie es ja gewusst. Also, das können Sie nicht sagen? Ja, das spielt keine Rolle, auch wenn es nur Mietertratsch ist. Ja, aber in der Verhandlung müssen Sie es ja doch sagen. Nee, Herr Schellheimer, auch streng vertrauliche Mitteilungen. Da müssen Sie alles auspacken. Also... Richtig, ja. Und dann können Sie es auch mir sagen. Wer? Nochmal. Wie war der Name? Der hat Ihnen den Tipp gegeben? So. Ja, gut, Herr Schellheimer. Ja, und denken Sie an die Erklärung, ja? Wiederhören. Rupin, ich brauche einen Cognac. Keiner mehr da. Auch noch. Was hat Ihnen denn der Schallheimer eben gesagt? Herein! Gemeinheit! Mein Name ist Kleinschrot. Mein Bruder sagte mir... Störe ich? Nein, nehmen Sie Platz. Wir haben Sie ja erwartet. Guten Morgen erstmal. Entschuldigen Sie. Guten Morgen. Und ehe Sie noch etwas sagen, haben Sie sich alles genau überlegt? Ja, sicher. Sonst wäre ich ja nicht hier. Sie wissen, dass nahe Verwandte als Zeugen von uns nicht so, das sagen wir mal, von uns nicht so angehört werden, wie wir zum Beispiel einen Fremden anhören. Das ist ja auch ganz natürlich. Deswegen haben wir ja auch Herrn Wüllert mitgeschleppt. Der wollte gar nicht. So, warum nicht? Er wohnt zwar schon lange bei uns als Untermieter, gehört schon fast zur Familie, aber Sie wissen ja, Spannungen gibt's doch immer. Streit um die Lichtrechnung und... Warmwasseranteil und... Damenbesuch. Da muss ich Sie enttäuschen. Herr Wöhlert ist Rentner, 72. Aha. Über diesen Punkt gibt's keinen Streit mehr. Es ist aber auch der einzige. Sie wollen damit andeuten, dass es sich bei Herrn Wöhlert auf keinen Fall um einen Gefälligkeitszeugen handeln kann. Ich habe zwar nur gesagt, wie es ist, aber wenn Sie das heraushören, einverstanden. Ich meine, trotz des ewigen Krachs mit Ihrer Familie stellt er sich als Zeuge zur Verfügung. Das ist doch ein schöner Zug von ihm. Das ist doch selbstverständlich. Das finde ich nicht. Er hat es Ihnen nicht abschlagen können. Mir?
Ich hätte ihm damit nicht kommen können. Mich kann er nicht leiden. Aber das gibt's doch nicht. Er hat mir sogar mal ein paar runtergehauen, wegen meiner Jatzmusik. Er hat sie geschlagen? Na, da hört aber der Spaß auf. Es war auch unsere Schuld. An meinem Geburtstag war's. Der Plattenspieler war natürlich pausenlos im Betrieb. Und so gegen 10 hat er schon ein paar Mal gegen die Wand gewummert. Da dreht deine Freundin die Kiste so laut auf, wie es nur geht. Aus Dafke. Ich war gerade in der Küche Bohle nachfüllen. Da stürzt der Wöllert herein und links und rechts kriege ich mein Paar. Mein Vater wollte ihn anzeigen. Hat's aber nicht getan. Es soll wegen sowas sogar schon mal gesessen haben. So? Mhm. Gibt's keine anderen Untermieter? Nach so vielen Jahren? Wo soll er hin? Ist ein alter Mann, nervös und überempfindlich und gegen Lärm und Geräusch schon fast allergisch. Wer nimmt den? Ich könnte natürlich bei so viel Nächstenliebe gegen einen Fremden leicht auf den Gedanken kommen, was würde dieses Mädchen nicht alles tun, um ihrem Bruder aus der Patsche zu helfen, nicht wahr? Sie können sich jeden weiteren Hinweis in diese Richtung sparen. Das freut mich. Ich hab's... Nur gut gemeint, ich weiß. Ja, dann können wir ja zur Sache kommen. Sie haben also auf dem Boden in der Bastelwerkstatt Ihres Bruders ein Fernsehgerät gesehen. Ich habe den ganzen Drahtkrimskrams gesehen, was man wohl Chassis nennt. Mhm. Also noch ohne Gehäuse. Aber wie eine Bildröhre aussieht, das weiß ich. Ja, und wann war das? Am Freitag. Am Freitag vor dem Brand. Moment, Montag hat's gebrannt? Ja, Freitag. Mhm. Freitags ist bei uns auch Großreinemachen. Und da sagte meine Mutter, wirf doch endlich mal die ollen Modehefte weg. Das war schon ein ganzer Stapel von einem Jahr. Wegwerfen wollte ich sie nicht, weil ich doch mal ins Modefach gehe. Und da habe ich sie auf den Boden geschafft. Haben Sie Ihrem Bruder gesagt, dass Sie dabei das Gerät entdeckt haben? Leider nicht. Dann hätte er mich ja sofort als Zeugin angeben können. Er hatte ja auch alles zugehängt und war in seiner Freizeit dauernd oben. Da konnte ich mir ja denken, dass er an eine Überraschung bastelte und wollte ihm die Freude nicht verderben. Na, dann habe ich keine Fragen mehr. Grüßen Sie Ihren Bruder. Auf Wiedersehen. Danke. Auf Wiedersehen. Und Herr Wöhlert möchte bitte reinkommen. Ich sag's ihm. Fräulein Karin Kleinschroth will Freitag das Fernsehgerät auf dem Boden gesehen haben. Was hat Ihnen denn vorhin der Schellheimer gesagt? Moin. Wöhlert. Guten Morgen, Herr Wöhlert. Treten Sie näher. Nehmen Sie Platz. Na, das ist ein Ding, was? Was bitte, Herr Wöhlert? Na, dass er das abstreitet, der da, na, der Dings da. Was abstreitet? Na, dass er auch bei uns war, in der Kirchstraße. Breitscheffel? Ja, richtig, Breitscheffel war der Name. Woher wissen Sie denn das? Na, der junge Kleinschrott hat mir's doch gerade erzählt. Ausgerechnet bei uns will er nur nicht gewesen sein. Aber das nützt ihm doch nichts. Nee, wahr? Bitte sehr, Herr Wöhlert. Ist ja nicht drin, was? Na, das nimmt ihm doch keiner ab. Kann er mit Ihnen nicht machen? Nee, wir lassen uns doch hier nicht für dumm verkaufen. Wo ich ihn obendrein gesehen habe. Was haben Sie? Gesehen habe ich ihn. Ja, so. Bei uns auf dem Dachboden. Ja, an dem Abend. Und das sagen Sie uns erst heute? Na, ich hab doch eben erst gehört, dass der Kerl leugnet. Bisher hieß es doch, dass er alles zugegeben hat. Das haben Sie aus dem Radio. Ach, ich hör kein Radio. Ich hör genug, dass ich da dauernd von ihm anhören muss. Das ist ja zum Verrücktwerden, ist das. Seit meinem Unfall geht's mir so. Damals bei Preußens, beim Volkssturm. Kann ich nicht mehr vertrauen, das ewige Dudel und Gequassel. Da wäre ich ganz kribbelig. Nee, zum Radio habe ich's nicht. In der Zeitung hat's doch gestanden. Der Dings da, der Feuerteufel ist in vollem Umfang geständig oder so ähnlich. Na, wozu hätte ich mich da melden sollen? Ich habe nicht gerne mit dem Gericht zu tun. Da tut Ihnen doch keiner was, wenn... Lassen Sie, Mann. Ich hab so meine Erfahrung, nicht? Mir brauchen Sie nicht zu erzählen. Sind Sie vorbestraft? Ist ja schon verjährt. Ja. Hab ja Bewährung gekriegt. So. Hm. Was haben Sie denn angestellt? Mir ist die Hand ausgerutscht. Auf dem Sozialamt. So.
Wenn ich mich aufrege, da sehe ich rot, da ist ja nichts zu machen. Ohne Grund werden Sie sich wohl nicht aufgeregt haben, sonst hätte man Ihnen kaum Bewährung zugebilligt. Sehr freundlich, aber ich nehme an, wohl mehr auf Grund meiner Hirnverletzung. Ich habe ja auch den Yachtschein. Den 51? Ja, den mit Zeitweise. So. Ja. Ja, Herr Wöhlert, um zur Sache zu kommen, Sie haben... Ja, ich habe den, wie heißt er? Breitscheffel? Ja, richtig, Breitscheffel, den habe ich gesehen, jawohl. Das wollte ich Sie gar nicht fragen, das steht für uns fest. Viel wichtiger ist, ob Sie gesehen haben, was der junge Kleinschrot da oben auf dem Boden gemacht hat. Der hat dann einen Fernseher gebastelt. Das haben Sie gesehen? Ja. Wie kommen Sie denn auf den Boden? Also, das ist doch so. Kleinschrots Wohnung, die ist im vierten Stock. Und die war auch mal Boden. Und da hat der Hauswirt ausbauen lassen, so nach dem Krieg, ne? Nur ist doch gegenüber von der Wohnungstür die Tür vom alten Boden. Aha. Und der ist ja geblieben, also auf der anderen Seite. Ich brauche also nur über den Treppenflur, da habe ich Ruhe. Auf dem Boden? Ja. Da war früher mal so ein Maler, also, na, wie sagt man? Atelier. Ja, richtig. Da hat der Hauswirt so ein Stück vom Dach und von der Mauer verglasen lassen. Da hat man einen wunderschönen Ausblick über die Stadt. Und da sitze ich oft. Ne? Da ist Ruhe. Ist es denn so unruhig bei Kleinschrotz? Hör auf, mir langt das jedenfalls ganz schön lebhaft da. Sah doch, Ausbau nach dem Krieg, nicht so dünne Wände. Und dabei haben Sie einmal in die Werkstatt von dem jungen Kleinschrot gesehen. Ja, ich war natürlich etwas neugierig, was der Bengel da macht, nicht wahr? Also die ganze Bude dicht. Ich hab so mit dem Finger die Pappe weggedrückt an den Lattenverschlag und da stand gerade vor mir so eine Kiste mit Holzwolle und daneben lag so eine große Röhre. Also die kenne ich aus dem Radioladen, so inne fährt Fernsehen. Ja, das genügt mir eigentlich. Das war das Wichtige. Aber wo Sie nun schon mal erwähnt haben, dass Sie auch den Breitscheffel gesehen haben, wann war denn das? Na, kurz bevor es brannte, an dem Montag. Und woher wissen Sie, dass es Breitscheffel war? Na, wer soll es denn sonst gewesen sein? Hat doch sonst kein Fremder da was auf unserem Boden zu suchen. Lupin, gab es eigentlich ein Bild in der Presse? Nein, wir haben keins freigegeben. Ja. Können Sie sich noch erinnern, Herr Wöhlert, was der anhatte an dem Abend? War das so ein Lodenmantel? Tja, also, das kann ich nicht sagen. Hat er mal nur so kurz den Kopf zur Tür reingesteckt. Ich hab noch gerufen, hier wohnt keiner, hier ist Boden. Ich dachte, es hat sich einer verlaufen. Würden Sie ihn wiedererkennen? An Gesicht schon. Das genügt doch. Warten Sie mal. Hab doch hier ein Bild von ihm. Ja, hier. Ist zwar sein Hochzeitsbild, das sieht also sehr nobel aus, aber vielleicht... Das ist er, jawohl. Das ist er. Das können Sie ganz bestimmt sagen. Also, da kann ich beschweren. Wissen Sie, wer das ist, Herr Wöhlert? Das ist hier der Leiter vom Branddezernat, Kommissar Petzold. Ich vertrete ihn und habe seine Familienbilder vom Schreibtisch in die Schublade gelegt. Tja. Also, da muss ich mich geirrt haben. Jedenfalls ist er dem wie aus dem Gesicht geschnitten. Ich hab doch gesagt, ich will mit dem Gericht nichts zu tun haben. Die Bienen, die haben mich doch hierher gezerrt. Ich wollte das gar nicht. Beruhigen Sie sich mal, Herr Wöhlert. Sie sollen uns doch nur helfen, die Wahrheit zu finden. Bleiben Sie denn dabei, dass Sie einen Mann auf dem Boden gesehen haben? Na, ich weiß doch, was ich sage. Ich bin doch kein Kind mehr. Und wann ist Ihnen der Gedanke gekommen, dass der, der da den Kopf zur Bodentür reingesteckt hat, mit dem Brand zu tun haben könnte? Na, gleich wie brannte. Und da dachten Sie, das kann nur der gewesen sein? Ja, sicher. Und Sie haben nie einen anderen Verdacht gehabt? Wie, woher? Warum haben Sie denn dann dem Hauswirt gesagt, streng vertraulich gesagt, das kann nur der Bengel von Kleinschrotz gewesen sein? Haben Sie nicht gesagt, immer wenn Sie auf den Boden gehen, rieche es dort brenzlig, weil der da mit dem Lötkolben umgeht? Herr Wöhlert, Sie haben zweimal versucht, den Verdacht auf andere zu lenken. Warum wohl? Was wollen Sie damit sagen? Dass ich will mir doch nicht das Dach über dem Kopf anstecken. Und das Dach nicht, aber ist Ihnen, als Sie das Gerät entdeckten, nicht gleich der Gedanke gekommen, dass es da oben nicht stehen bleiben wird? Haben Sie sich nicht gleich überlegt, wo die kleinen Schrots das hinstellen werden? Ja, an meine Wand nämlich. Anders ist ja kein Platz mehr in der Wohnung. Dann wäre jetzt jeden Abend bis 11 ins Melbe gegangen. Und? Und
habe meine Pfeife über der Kiste mit der Holzwolle ausgekloppt. Ruppin, schreiben Sie ins Vernehmungsprotokoll von Breitscheffel, die dem Untersuchungsgefangenen zur Last gelegte 20. Brandstiftung in der Kirchstraße 5 hat eine andere Täterschaft ergeben. Wir brachten Der Feuerteufel, ein Kriminalhörspiel von Kurt Götz Pflug. Die Personen und ihre Sprecher waren Bless, Kriminalobermeister Klaus Miedl, Ruppin, Kriminalanwärter Hans-Jürgen Poritz, Kleinschrot, Lehrling Manfred Grote, Karin Kleinschrot, seine Schwester Helga Stork, Wöhlert, Rentner Eduard Wandrei. Thank you.